Ja, wir müssen, um diese Geschichte des Apple I-Computers ein bisschen zu verstehen und näher kennenzulernen, müssen wir uns zwei Protagonisten angucken. Und das war natürlich einerseits der Steve Wozniak, der das technische Genie eigentlich in dieser frühen Computerphase, und Steve Jobs, der Mitgründer der Apple-Firma, der hier auch eine ganz wichtige Rolle spielt. Unsere beiden Protagonisten, Steve Jobs und Steve Wozniak, die sind nicht gleich alt, sind aber zur gleichen Highschool gegangen, haben sich dabei wahrscheinlich noch gar nicht so richtig kennengelernt. Aber wichtig ist, wir gucken uns nochmal an zur Orientierung. Die beiden haben hier etwas südlich von Mountain View gelebt. Mich persönlich interessiert das ja, wenn man so auf so einer Karte guckt, wo sind die Orte, ne? und wo hat das stattgefunden, wie sieht das da aus und so. Ja, und die haben sich dann zum ersten Mal eigentlich über dieses gemeinsame Hobby in Anführungszeichen kennengelernt. Steve Wozniak war aber eben auch in dem Homebrew Computer Club. Und diese Vereinigung von den ganz frühen Nerds, Computer-Nerds, das wird uns jetzt ein paar Mal begegnen, das ist ziemlich, ziemlich wichtiger Ort gewesen. Das war nämlich der Ort, an dem diese Entwicklung der Homecomputer begann. Jedenfalls war in dem Homebrew Computer Club, haben sich ganz viele Technikfreaks, Elektronikbastler getroffen, und die hatten auch ein Ziel. Die wollten nämlich, ab 1975 ist dieser Club gegründet worden, also wir sind relativ früh, wollten die mit den damals verfügbaren Mikrocomputern oder Mikroprozessoren, so heißen sie, also mit den damals verfügbaren Mikroprozessoren, wollten die eigene Computer bauen. Und zu diesem Zeitpunkt müsst ihr euch das so vorstellen, Computer waren unglaublich teure Maschinen. Also das war so die Zeit, als dann die ersten Mikroprozessoren auch auf den Markt kamen. Ein prominentes Beispiel war damals der 6502 von MOS Technologies, ein Hersteller von diesen integrierten Schaltkreisen, auf dem einfach sehr, sehr viele Transistoren, die eine entsprechende Logik hatten, zusammengefasst hat. Und diese Mikroprozessoren, die waren auch nicht unbedingt jetzt erstmal für die Computer konzipiert, sondern die waren auch für andere Steuereinheiten konstruiert, wie Taschenrechner, aber auch in anderen Unterhaltungselektroniken war das eigentlich gedacht, dass man damit operiert. Und diese Mikroprozessoren, die haben auch nur noch 20, 30, 40 Dollar gekostet. Und auf einmal war man in einer Situation, dass man mit den anderen Logic-Chips, die damals auch in Shops verkauft wurden, auch im Silicon Valley, hatte man die Möglichkeit, seinen eigenen Computer zu bauen. Und das war ganz neu, das war unheimlich spannend. Und das war auch der Grund, warum sich dieser Homebrew Computer Club zusammengefunden hat, in dem sich auch Steve Wozniak und Steve Jobs nachher begegnet sind, obwohl sie sich auch schon vorher kannten. Aber die Geschichte auch über Steve Jobs, die könnt ihr natürlich auch nochmal in der spannenden Literatur nachlesen. Ich möchte eigentlich nur auf eine Geschichte eingehen, weil ich glaube, sie ist sehr wichtig in diesem Zusammenhang. In dem Homebrew Computer Club hatte man Selbstbaucomputer, man hatte aber auch zum Beispiel für den 6502 ein Entwicklerboard. Das war also auch so etwa so groß wie so ein DIN A4-Blatt. Da war dann der Mikroprozessor drauf, da waren die Logic-Chips drauf. Und dann gab es so eine kleine Taschenrechnertastatur und so eine 7-Segment-LED-Anzeige. Und das heißt, man konnte diesen Mikroprozessor, den konnte man eigentlich nur über diese Tastatur bedienen. Das war natürlich unheimlich mühsam und auch die Ausgabe nur über diese 7-Segment-Anzeigen. Nix Grafik. Und es gab auf der anderen Seite gab's Computer von einem anderen Anbieter, die hatten einen Mikroprozessor von Intel. Habt ihr sicherlich auch schon mal gehört, diesen 8008 beispielsweise, diese ersten Intel-Mikroprozessoren, damals auch mit 8-Bit-Datenbus-Technologie. Die wurden auch angeboten, da gab es den Altair, den wir natürlich auch bei uns in der Ausstellung zeigen. Der Altair war auch so ein Selbstbaucomputer. Der hatte nur einen wesentlichen Nachteil oder einen Unterschied, nämlich man konnte da keine eigene Tastatur dran anschließen, sondern man musste ihn entweder mit Kippschaltern bedienen, das war natürlich super mühsam, die Ausgabe erfolgte dann über kleine LEDs, oder man musste einen riesengroßen Fernschreiber, einen Teletype, anschließen.
Und man konnte auch keinen handelsüblichen Monitor anschließen, weil dafür die Videografik gar nicht vorhanden war. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn da haben sich dann auch Steve Jobs und Steve Wozniak sind sie zum ersten Mal in die gemeinsame Projektarbeit gegangen. Und das ist gar nicht unbedingt so bekannt und deswegen möchte ich das unbedingt hier an dieser Stelle euch mal ganz kurz erklären. Denn zum Beispiel auch der Altair war ein Mikrocomputer, mit dem man selber was machen konnte. Der war auch gar nicht so teuer, den konnte man sich wirklich für zu Hause kaufen. Aber es gab kein Equipment dafür. Also man musste entweder sich noch so einen riesen Teletype-Fernschreiber zu Hause hinstellen und man hatte auch kein richtiges Ausgabedisplay. Und da kommt jetzt diese Begegnung mit Steve Jobs und Steve Wozniak ins Spiel. Die beiden, also der Steve Wozniak, hat nämlich zu der Zeit bei Atari gearbeitet. Atari war auch ein Hersteller, der sich mit Videospielen beschäftigt hat. Jetzt nicht die, die wir kennen von den Computern, sondern Videospiele, die man in den Arcade-Automaten dann irgendwo in den öffentlichen Raum platzierte. Ihr kennt vielleicht noch diese ersten Pong-Arcade-Automaten. Es gab dann aber auch später Space Invaders und so weiter. Und der Steve Wozniak, der hat bei Atari an einer neuen Maschine gearbeitet. Und das möchte ich euch mal kurz zeigen hier. Steve Wozniak bei Atari damals war in dem Projekt einer neuen Spielekonsole, eines neuen Arcade-Automaten. Die sahen damals ja so aus. Und dieses Spiel sollte eigentlich so eine Art Weiterentwicklung des Pong, was auch schon relativ populär war. Das war also ein Spielautomat, den man im öffentlichen Raum nutzen konnte. Man musste eine Münze einwerfen und konnte dann so eine Art Pong spielen. Vielleicht kennt ihr das auch. Das waren also diese Mauer, die man durchbrechen musste. Und unten musste man den Ball immer wieder zurückspielen. Ja, das ist also hier das ist die Bedienungsanleitung von dem Breakout-Arcade-Automaten. Also für dieses Projekt hat nämlich der Steve Jobs damals bei Atari den Steve Wozniak, seinen alten Bekannten, gefragt, ob er helfen könnte. Die hatten nur noch 4 Tage Zeit und mussten dafür eine komplette Logikschaltung entwickeln. Also das müsst ihr euch so vorstellen, dieser Spieler, dieser Arcade-Automat, der hatte eben noch keinen 6502 Mikroprozessor eingebaut, sondern der hatte TTL-Logik. Das heißt, man hat das alles mit einzelnen Logikchips aufgebaut. Und man brauchte eben natürlich einerseits die Logikeinheit, was das Spiel realisiert hat. Das Spiel kennt ihr, man ist unten mit dem Paddle, man hat den Ball, muss oben eben die Steine abräumen, ein Loch in die Wand diggen. Digging deep, digging deeper. Also das war übrigens, die Maschine war nur in Schwarz-Weiß programmiert und die Farbe kam durch eine Farbfolie im oberen Bereich. Dadurch hatte man tatsächlich zumindest diese Reihen der Bricks hatte man auch farbig. Aber nachher kommen die wichtigen Schaltpläne, wo dann Steve Wozniak für Steve Jobs bei Atari diese Logikeinheiten auch entwickelt hat. Also einerseits eine Ansteuerung, um den Monitor zu kontrollieren, andererseits aber auch, um die Logik des Spiels zu realisieren. Das war genau sein Ding. Aber da blitzte zum ersten Mal auf, dass der Steve Wozniak in kurzer Zeit eben solche Dinge auch entwickeln konnte. Und im Rahmen des Homebrew Computer Clubs ist also Folgendes passiert, dass natürlich dann Steve Wozniak irgendwann auch anfing, seinen eigenen Computer zu entwickeln. Und das war damals, das haben viele gemacht in diesem Homebrew Computer Club, haben also die Chips, die verfügbaren Chips genommen, um daraus ihr eigenes Logikchip zu machen. Und der Steve Wozniak, der hatte eine brillante Idee. Der hat nämlich gesagt, wir machen das nicht so wie die Boards, die wir sonst haben, wo ich vielleicht ein Teletype, also so einen riesen Fernschreiber als Tastatur anschließe oder wo ich vielleicht sogar nur LED-Lampen als Ausgabe habe oder so 7-Segment-Anzeigen, sondern ich nehme die Computertechnik, die relativ bekannt war, auch gut dokumentiert, nehme dafür aber ein eigenes Videoboard und ich nehme eine eigene Tastatur. Also ich habe einen Keyboard-Controller und mache ein so elegantes Design, dass ich mit wenig Geld, mit wenig Bauteilen einen Computer habe, an den ich aber einen Monitor anschließen kann, also meinen Fernseher, den ich eh zu Hause habe und vielleicht eine einfache Tastatur, die damals sehr weit verbreitet war. Und das haben die dann auch gemacht und sind dann auch eben an den Byte Shop herangetreten. Das war damals das war der erste
Das war der erste kleine Laden, der angefangen hat, solche Computer eben auch zu verkaufen. Und so geht zumindest die Legende, dass der Terrell, der Besitzer von dem Byte Shop, gesagt hat, nee, also Jungs, das, ihr könnt alles machen, aber ihr könnt jetzt nicht einfach eine Platine bei mir verkaufen. Also, nee Jungs, das können wir wirklich nicht machen. Funktioniert also nicht. Ihr könnt, wenn ihr das möchtet, gerne die Platinen selber bestücken. Aber ich möchte schon ein Gerät verkaufen, das zumindest bestückt ist. Und das ist dann eben in der Garage von Steve Jobs Eltern passiert. Da hat also auch die Schwester von Steve Jobs mitgeholfen. Die haben da so eine Art Massenproduktion in Anführungszeichen gemacht, um diese 50 Platinen zu bestücken. Ja, ob das jetzt die richtig gute Idee ist, sich immer erstmal eine Garage zu kaufen, um irgendwie einen Weltkonzern zu gründen, das wage ich jetzt ein bisschen zu bezweifeln. Aber die Garage war damals, glaube ich, schon ein Ort, der eine Bedeutung hat. Also im Silicon Valley, in Palo Alto, finden wir einige historische Garagen von Hewlett-Packard, wo die Firma gegründet wurde. Dann natürlich auch die berühmte Garage von Steve Jobs Eltern. Und ich glaube, das war damals auch so ein bisschen so, die jungen Leute haben auch Räumlichkeiten gesucht und vielleicht haben die Eltern dann auch erstmal gesagt, okay, ihr müsst jetzt nicht unbedingt mit euren Arbeiten in unser Wohnzimmer gehen, geht doch erstmal in die Garage. Und die Garage, das kennt ihr, das sind natürlich auch große Räume mit viel Platz und das ist eigentlich immer schon auch der Ort gewesen, wo geheimwerkert wurde. Also das vielleicht war das einfach für die Eltern auch, diesen Raum erstmal zur Verfügung zu stellen. Da konnte auch nichts anbrennen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und da konnten die jungen Leute dann erstmal machen. Aber ich glaube, andersherum, sich erstmal eine Garage zu kaufen, um einen Weltkonzern zu gründen, ist sicherlich nicht die richtige Reihenfolge. Und ich möchte euch jetzt noch mal kurz einladen, dass wir uns das noch mal kurz anschauen, wo das eigentlich alles stattgefunden hat. Ich liebe Karten. So, wir sehen, also wir sind jetzt hier in dem Haus, in dem die Eltern von Steve Jobs gelebt haben. Wir fliegen da mal ein bisschen ran, gehen unten auf die Street View. Da sehen wir nämlich das Haus, so wie es eigentlich heute immer noch steht. Es ist heute in dem Besitz der Schwester von Steve Jobs. Und das ist eben die berühmte Garage, in der diese erste Charge oder Teile dieser ersten Charge des Apple I Computers auch zusammengebaut wurden. Also die Platine wurde geordert mit den IC-Fassungen drauf und in dieser Garage wurde er dann per Hand bestückt. Verkauft wurde er nicht mit den Peripheriegeräten, das erkläre ich euch gleich nochmal, wie das dann verkauft wurde. Ist also nicht weit weg, hier war die Garage, hier oben ist die Stanford University. Ja, die Stanford University, der Campus, das ist natürlich toll. Das ist in so einem Adobe-Stil, Architekturstil umgesetzt, mit ganz vielen Grünanlagen und Blumen. Das ist ein schöner Ort. Das macht Spaß, sich das anzugucken, wenn ihr mal da seid im Silicon Valley. Und die Firma Apple, wenn ich das richtig auch in Erinnerung habe, ist auch in einem Gebäude der Stanford University, ist also diese Firmengründung unterzeichnet worden. Und hier ist unser Byte Shop. Als ich das 2014 war ich zum ersten Mal in Mountain View und habe da auch das Computer History Museum besucht. Und ich war in diesem in Mountain View Motel am El Camino Real war ich im Hotel untergebracht. Und ich habe es jetzt tatsächlich erst bei der Recherche festgestellt, immer wenn ich hier aus diesem Motel rausgegangen bin, bin ich im Prinzip genau auf den ersten Byte Shop zugelaufen. Und das habe da also auch noch ein paar Fotos von. Das war dann hier, bin ich aus meinem Motel rausgekommen. Ja, also von Mountain View ist mir einiges in Erinnerung geblieben. Also erstens mal war das tatsächlich das ist eine gute Frage, dass ich mir da das entscheidende Spiel angeguckt habe, als Paderborn, SC Paderborn in die erste Bundesliga aufgestiegen ist. Das habe ich mir also extra angeguckt, auf dem Laptop damals in diesem Motel. Also man kommt, stolpert aus dem Motel raus und guckt direkt auf den ehemaligen Byte Shop. Da ist heute irgendwie, glaube ich, ein Copy Shop drin. Und das hat schon eine historische Bedeutung.
Und ja, das war dann bis Mountain View so 20 Minuten zu Fuß. Und genau gegenüber in diesem Gebäude hier sind die ersten Apple I-Platinen damals 1976 dann auch verkauft worden. Also 1975 ging diese Entwicklungsphase los. Ich möchte jetzt nicht die ganzen Daten nennen. Und ab Februar, März 1976, da wurde dann auch die Firma Apple ist gegründet worden und dann begann der Verkauf in diesem Byte Shop. Ja, damals, es war vielleicht ein paar Jahre zu früh für mich selber, weil 1975, 1976 war ich 7, 8 Jahre alt. Das war ein Ticken zu früh. Ich bin dann aber in diese Selbstbauprojekte bin ich dann Anfang der 1980er Jahre eingestiegen. Und so war auch mein erster Computer der Sinclair ZX81, der 1981 erschienen ist. Der hatte keinen 6502 Prozessor von MOS Technologies wie im Apple I, sondern der hatte den Zalog Z80 Mikroprozessor verbaut. Der war damals auch sehr populär. Aber der Beweggrund war eigentlich der gleiche. Man konnte zum ersten Mal sich einen Computer selber kaufen. Und der ZX81, der hat so um die 150 D-Mark als Bausatz gekostet. Also das war so gerade erschwinglich auch für mich als Jugendlicher. Aber das war super interessant, dass man dann auch einen Bausatz bekommen hat mit einer Platine, allerdings auch mit einem Gehäuse. Und den musste man aber auch, den habe ich dann auch selber zusammengelötet. So, in dem Video habe ich euch jetzt erstmal eine ganze Menge erzählt über die historischen Hintergründe, die Orte, wo das alles stattgefunden hat. Bleibt auf jeden Fall dran, denn jetzt im nächsten Video, da wird es richtig spannend, da wird Rainer Glaschig nämlich die Platine erstmal durchtesten. Mal gucken, ob wir uns das überhaupt erlauben können, diese Platine wieder an den Strom anzuschließen.